Hallo, ciao und herzlich willkommen bei Love Cooking. Heute drehen wir eine neue Folge. Ja, heute machen wir eine Risotto, aber wir machen einen orientalischen Risotto, ja? Findet ihr nicht so oft, ja? Jetzt demnächst, wenn ihr googelt, findet ihr ihn, weil den werden wir jetzt heute hier machen. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist Olivenöl, Koriander, ganz wichtig. Dann haben wir Kurkuma, wir haben Kumin, wir haben Paprika, wir haben Ras El Hanout, Curry, gemischt zusammen. Ja, dann haben wir hier Majoran, Lorbeerblätter, Safran, ja, der ist schon gemahlen, ein bisschen Couscous, eine Chilischote, wir brauchen, ne, die gute flotte Butter, dann Knoblauch, hier habe ich ein Stück Ingwer, Zitrone, Zwiebel, ja, dann haben wir ein paar Kichererbsen, ja, den guten Risotto. Der Risotto ist ganz wichtig, dass ihr euch nicht den falschen holt, ja, also das Reiskorn, müsst ihr echt gucken, ja, wenn ihr so Transparentes holt oder Jasminreis. Nein, Risotto soll so immer ein bisschen milchig aussehen, ja. Was ihr auch gar keinen Fall machen dürft beim Risotto, habe ich auch euch schon mal erklärt. Niemals vorher auswaschen, ja. Die Stärke braucht ihr einfach, ja. Die ist das Allerwichtigste am Risotto. Dann haben wir außerdem noch Joghurt, Salz, Pfeffer und Brühe. So, das Allererste, was wir jetzt machen, die werde ich in ganz, ganz kleinen Würfelchen schneiden. Ja, zusammen mit dem Ingwer, mit einer großen Knoblauchzehe, ja, und die Chilischote. Die Pfanne wird jetzt erhitzt. Wir geben einen guten Schuss die Oliven hinein. Ja, anschließend nehmen wir die Butter. Kommt auch hinein. Lassen das jetzt schön schmelzen. Die klein geschnibbelten Zwiebeln, ja, den Ingwer, die scharfe Chilischote und, ach, guck mal hier, schon lange euch nicht mehr gezeigt. Ja, eine dicke Knoblauchzehe. Und dann habt ihr ein schönes Knoblauchmus. Hammer, ne? Habe ich echt jetzt schon lange und ich möchte es nicht mehr missen, ja. Das totale Küchenerleichterung, ja, kannst du nur jeden raten, der so etwas sieht, kaufen. Ja, yeah, ist richtig cool. So, jetzt gebe ich mein Knobi dazu. Ja, also jetzt tun wir alles rein. Knoblauch normalerweise tue ich immer so mit als letztes an. Schwitzen wir rum, der wird schnell braun. Ja, das schmeckt mir wieder nicht, aber wir haben es jetzt echt auf ganz leichte Stufe hier. Da passiert nichts. Ja, Zwiebeln auch hinein, Ingwer, Chilischote. Wir halbieren jetzt schon einmal die, weil da brauchen wir die eine Hälfte für ganz am Ende. Und die brauchen wir, wenn das schön angeschwitzt ist, mit dem ganzen Gewürz geben wir auch die Hälfte von der Zitrone hinein. Ja, jetzt hole ich schon mein Gewürz und gebe das schon hinzu. Diese orientalischen Gewürze, ja, die sind einfach so was von lecker. Ja. Also bin ja total Fan auch von der orientalischen Küche. Ja, das ist jetzt auch hier mit anschwitzen. Und wie eben schon gesagt, kommt die gute Hälfte von der Zitrone auch hier hinzu. Ja. Kleinen Schuss von der Gemüsebrühe und anschließend kommt jetzt schon der Risotto rein. Wir reduzieren ein bisschen die Hitze. Der Reis ist drin, ja, der sogenannte Risotto-Reis. Ja? Risotto nennt man das Ganze, wenn es fertig ist. Ja? Also der Risotto-Reis haben wir dazu gegeben und jetzt, guck mal, darauf kommt es jetzt drauf an. Ja, seht ihr das? Jetzt sind hier langsam die ganzen Röstaromen, ja, die sich hier bilden. Das ist super, das brauchen wir. Das brauchen wir und wir geben immer ein bisschen nach. Ihr kennt das von meinem Risotto-Clip, ja, den ich schon mal gepostet habe. Risotto ist eine Sache, ihr braucht viel, viel Geduld und Zeit. Es wird immer wieder Brühe dazu gegeben. Und ja, Risotto muss mit viel Amore gemacht werden. Ja, also ihr braucht
Risotto braucht Liebe, ja, Liebe zum Detail, zum Kochen. Also ist nichts so für eine ganz, ganz schnelle Geschichte. Ja? Ich kann jetzt auch nicht sagen, mal ja, ein bisschen runterstellen. Ich gehe mal 5 Minuten kurz mal ins Wohnzimmer, ja, und hole ein Buch oder irgendwas. Ne? Nee, kann ich nicht machen. Ja, ich muss dranbleiben. Nachschütteln. So. Kombination, geben wir ein bisschen Sale und Pfeffer dazu. Anschließend gebe ich schon mal einen guten Esslöffel, ja, von dem schönen Joghurt hinzu. Oh, ja. Hier sehe ich auch gerade, habe ich eine Sache vergessen. Aber Leute, ich habe es echt nicht gerochen. Mir ist es auffallen, weil ich habe es nicht gerochen. Mein Safran. Ich auch noch dazu. Ja, und jetzt, wie gesagt, die Hälfte von dem Joghurt auch hinzugegeben und jetzt immer weiter schön rühren. Und wenn ihr seht, die Konsistenz wird wieder fester. Immer weiter mit der Brühe arbeiten. Ja, das sind die Sachen, die ich so ziemlich am Ende hinzugebe. Ja, den Couscous, die Kichererbsen und den Koriander, die Lorbeerblätter. Kommt jetzt auch hinein. Und wieder Brühe. Und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist die Kunst des Risottos. Aber der riecht schon richtig. Also orientalische Gewürze, wie gesagt, einfach für mich unschlagbar. Ja. Richtig gute Gewürze. Natürlich die italienischen, ja, das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Ja, die mag ich auch. Aber diese orientalischen Gewürze, die sind so. Ah, so richtig lecker, ja. Probiert es mal aus. Traut euch dran. Also echt ein Träumchen. Wir geben jetzt schon unseren Couscous dazu. Die Kichererbsen. Den Koriander. Und wieder einen guten Schuss Brühe. Und im Anschluss geben wir noch den Rest von dem guten Joghurt dazu. Vergessen. Was ihr natürlich jetzt machen könnt in dieser Zeit, ja, weil ihr immer dazu, ihr bleibt ja quasi gesehen die ganze Zeit am Herd. Einen guten Spritzer rein von der Zitrone. Und jetzt könnt ihr parallel, wenn die Dunstabzüge nicht so laut ist, ja, könnt ihr noch parallel das Telefon schnappen und ihr könnt ein bisschen dabei telefonieren, aber bleibt mir am Herd. Ja? Ja, die ganze Brühe wird hier noch drauf gehen. Ich hatte, ja, jetzt komme ich mal zu der Mengenangabe. Ich hatte einen guten Liter Brühe, ja, so 150 Gramm hatte ich circa von dem Risotto und den Rest, habt ihr gesehen, an den Gewürzen war immer so ein Teelöffel. Ja, und dann macht ihr so ein bisschen freie Schnüss, ja, macht ihr so ein bisschen so nach eurer Art. Und das waren die wichtigsten Mengenangaben und ich denke, damit wird jeder auf jeden Fall so ein bisschen klarkommen, ja. Und das wird nachher hier alles noch aufgefüllt und die hier, die würde ich noch komplett verbrauchen. Risotto ist pronto, ja? Der orientalische Risotto. Ja? Sehr heiß. Ja. Ja, was soll ich sagen? Echt, echt lecker. Ja, also echt richtig, richtig lecker. Was man natürlich noch machen kann. Ja? Sowas von lecker. Vielleicht noch ein bisschen Aqua rein. Lassen wir noch ein bisschen in Wasser brutzeln. Und was ihr auf jeden Fall machen könnt, ihr könnt euch ein bisschen Putenbrust, ja, anbraten vorher. Einfach nur in Fett. Ja? Ein bisschen Fett oder in Margarine oder Öl, ja, wie ihr es am liebsten habt. Bratet ihr das ein bisschen an, würzt das nach eurem Geschmack und gebt das hinterher noch hier so drauf hinzu. Oder ja, schneidet es in kleinen Würfeln, rührt es unter Fisch. Ja, ihr könnt das auch mit Fisch kombinieren. Risotto ist eine Sache, da hat die kreative Ader, ja, keine Grenzen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja. Ich habe jetzt so mein Risotto gemacht. Dieser Risotto, wenn ihr den 1:1 nachmacht, dann schmeckt ihr, wie gut der hier schmeckt, ja? Probiert's aus. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt
Love Cooking. Ciao.